Was ist Luft? Na? Ich habe ein Mädchen kennengelernt und das hat einen Hut auf mit Luft drin. Soll das etwa heißen, sie wird aufgeblasen? Ich glaub schon. Ach, das ist Expertensprache. Wenn du auch ein Experte sein willst, musst du den kleinen Finger hochheben. Je höher du ihn hältst, desto größerer Experte bist du. So etwa? Höher. So besser? Nein, das ist doch fachmännisch. Jetzt kannst du dich glatt SpongeBob der Experte nennen. Sandy, irgendwas läuft hier schief. Es gibt gar kein Wasser. Hier. Natürlich gibt's hier kein Wasser. Nur Luft. Ist doch nicht schlimm, oder? Hi-ya! Wieso? Hi-ya! So mag ich meine Luft. Schön trocken muss sie sein. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und es geht wieder weiter mit unserem SpongeBob-Projekt und heute machen wir die Baumkuppel von Sandy. Ich würde mal sagen, wir schnappen uns ein bisschen frische, gute alte Luft und ein bisschen Glas und basteln uns natürlich die Kuppel unter Wasser. Immer für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen weißes Glas raus, dann nochmal die Glasscheiben. Ich empfehle euch einfach mal für die Baumkuppel. Dann holen wir uns noch ein paar steinzige Blöcke raus, davon nochmal die Treppe, dann holen wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus, ein paar Steindruckplatten und dann einfach noch, na wo platzieren wir es, eine Eisentür. Zuallererst wollen wir den Grundriss von unserer Baumkuppel ziehen und von daher müssen wir uns erstmal einen Kreis zaubern. Welches Maß hat denn unser Kreis? Eigentlich relativ simpel. Wir setzen uns erstmal 7 Blöcke hin, gehen zu den Seiten halt jeweils einmal hier mit einem Zweier, setzen dann 3 Einer und das war es eigentlich schon. Dann geht es eigentlich wieder los mit einem Zweier und dann kommt wieder unser 7er. Ja, dann geht es wieder los mit einem Zweier, 3 Einer, ein Zweier und der 7er. Eigentlich relativ simpel. So zeichnen wir uns erstmal unseren Kreis vor. Und sobald wir unseren Kreis haben, kannst du dir natürlich aussuchen, wo du, sage ich mal, deine Vorderseite haben willst. Bei der Vorderseite haben wir natürlich dann hier einmal 7 Blöcke. Davon schlägst du mal die Mitte 3 weg und setzt davor dann einfach die 3 hin. Wenn wir das soweit haben, können wir auch hier erstmal beginnen. Und zwar setzen wir das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 2 mal Glasblöcken hin. Dazwischen setzen wir dann nochmal eine weitere Reihe und können die Seiten noch ein bisschen, sag ich mal, glätten mit noch ein paar Glasscheiben. Falls es irgendwann mal Glastreppen gibt, können wir die dann mit diesen Glasscheiben einmal austauschen. So, dann wollen wir natürlich jetzt einmal den Eingang basteln. Das heißt einfach mal, wir setzen erstmal an den Seiten 2 Steinblöcke erstmal hin, steinzige Blöcke. Darüber natürlich eine umgedrehte und da dann 2 normale Treppen so mit dem Rücken einfach zu unseren Glasscheiben, damit die sich dann miteinander verbinden. Gleichspiel machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier unsere Steinblöcke, Treppe einmal umgedreht und 2 normale daneben hin. Die Steinknöpfe können wir dann einmal in unsere Steinblöcke platzieren. Das machen wir auf beiden Seiten. Und die Steindruckplatten platzieren wir innen drin einmal, damit wir natürlich auch unsere Türen wieder aufbekommen, nachdem wir sie platziert haben. Nicht, dass wir dann hier drin festhängen. Sobald wir unseren Eingangsbereich schon mal fertig haben, beginnen wir jetzt mit der Kuppel. Erste Aufgabe ist, unseren Grundriss auf insgesamt 3 Blöcke hochzusetzen. Das heißt noch 1, 2 weitere Blockreihen setzen wir erstmal rauf. Sobald wir das Ganze auf 3 Blöcke hochgesetzt haben, beginnen wir jetzt mit der nächsten Ebene. Das heißt, wir fliegen mal zu einer 7er Seite und setzen da einfach 5 Glasblöcke an sich rauf. Danach setzen wir einfach hier zu der Seite einen 2er hin. Dann kommt nochmal ein 2er. Und dann sind wir schon bei der Mitte und setzen da einen 1er hin. Dann gehen wir wieder weiter mit einem 2er, 2er und ein 5er. So, wir machen noch einmal. Also, nach unserem 5er kommt ein 2er, 2er, wir bei der Mitte der 1er. Und dann kommen wieder 2 Zweier. Und dann kommt wieder unser schöner 5er. So, das ziehen wir hier wie immer lang. Danach wollen wir das Ganze wieder ein bisschen verkleinern. Das heißt, jetzt auf unserem 5er setzen wir jetzt nur noch 3er hin. Gehen zu der Seite. Setzen hier auch einen 3er rauf. Danach setzen wir hier beim 2er einen 2er rauf. Beim 1er einen 1er. Also an sich hier die 3 Ebenen hier, die machen wir eigentlich genauso, wie wir sie jetzt schon haben. Und jetzt hier natürlich bei unserem 2er am Anfang setzen wir einen 3er hin. Und beim 5er einen 3er. Also insgesamt machen wir auf jeder Seite hier 3 Dreier und dann hier einfach die Mitte, die können wir genauso hochsetzen, wie wir das Ganze haben.
Bei der nächsten Ebene beginnen wir eigentlich fast, wie wir schon angefangen haben. Und zwar setzen wir jetzt nichts mehr auf diesen Dreier hin, sondern jetzt hier auf diesen zwei Dreiern hier verbinden wir das mal, sodass wir hier einen schönen Siebener erhalten. Dann gehen wir zu den Seiten jeweils mit einem Zweier. Ja, dann müssten wir hier zwei Einer machen. Dann geht es hier wieder weiter mit einem Zweier. Dann kommt hier, einfach der Siebener hin, genau. Und dann machen wir es noch einmal jetzt hier zu der Seite. Also wir haben erstmal unseren Siebener hier gemacht. Dann machen wir einen Zweier. Zwei einzelne. Dann wieder unseren Zweier. Ja, unseren Zweier. Und dann können wir hier schon gleich wieder unseren Siebener machen. Sobald wir das Ganze dann wieder soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir auf den Siebener einen Dreier uns platzieren. Denn zu den Seiten jeweils nochmal einen Dreier. Ja. Ich habe das mal auf jeder Seite schon gemacht, unsere drei Dreier hier auf jeder Seite platziert. Und danach müssen wir eigentlich nur noch hier in der Mitte einfach zwei Zweier hinsetzen. Ne, ihr seht, die verbinden sich dann auch schon gleich. Das machen wir hier auf jeder Seite. Schwupp, schwupp. Ja, und hier natürlich auch noch unseren Zweier hin. Weiter geht's jetzt, dass wir wieder einen Siebener uns hinsetzen. Das heißt, wir fliegen wieder hier zu diesen zwei Dreiern hin. Lassen an der Seite wieder einen Block Platz. Und dann haben wir hier wieder unseren Siebener. Oh, ich mache das schon mal gleich auf jeder Seite hier mit den Siebenern. Dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Und zwar jetzt gehen wir einfach zu den Seiten. Wenn wir hier einfach so gucken in der Lücke. Einfach mit einem Zweier. Zweier. Und in der Mitte setzen wir einfach nur noch einen Einer hin. Und schon haben wir das Ganze gefüllt, die Lücke. So, auf beiden Seiten Zweier hin. Und in der Mitte einfach ein Einer. Oh, noch ein letztes Mal hier zwei Zweier. Und in der Mitte den Einer. Okay, sobald wir das dann wieder soweit haben, geht es jetzt wieder weiter mit der nächsten Reihe. Und jetzt setzen wir das Ganze einmal nach innen. Das heißt, wir setzen das jetzt nicht auf irgendeinen anderen Block rauf. Erstmal setzen wir hier vorne, wie immer, erstmal einen Siebener hin. Ne, immer auf unserer freien Fläche hier können wir erstmal ganz entspannt uns immer einen Siebener einmal langziehen. Und sobald wir die Siebener an den Seiten platziert haben, müssen wir nur noch die Ecken ausfüllen. Da setzen wir eigentlich, wir können hier gleich so einen Siebener einmal ansetzen und einfach hier so alles miteinander ran. Dass wir hier, sag ich mal, wie so ein W erhalten, ne? Das können wir hier so ein bisschen hinsetzen, das machen wir auf jeder Seite. Einfach hier so ein bisschen wie ein W, zack, zack. Setzen wir das Ganze rein. Und sobald wir das denn hier wieder gesetzt haben, wollen wir wieder die nächste Ebene reinmachen. Die setzen wir wieder einmal nach innen. Wir fangen wie immer an, erstmal, genau, mit einem Siebener. Das heißt, erstmal wieder hier auf unseren Seiten setzen wir überall wieder einen Siebener hin. Und sobald wir die Siebener haben, geht es weiter, dass wir jetzt einfach hier mal an unseren Siebener ansetzen. Da können wir gleich mal zwei so ansetzen, dass wir hier hinter so einem Dreier haben. Machen wir auf der anderen Seite genauso. Und dann können wir einfach noch hier in der Ecke, zack, noch einen Block ransetzen. Erhalten jetzt wieder so, kann man sagen, fast wie ein W. Das machen wir auf allen Seiten. Also erstmal so ein Dreier ran. Andere Seite machen wir auch einfach ein Dreier ran. Und dann hier in der Ecke nochmal einen Block ransetzen. So, das machen wir wie immer auch auf jeder Seite. Relativ simpel hier mit unseren zwei Dreiern und in der Mitte noch einen. Und weil es so schön war, wollen wir das Ganze noch einmal machen. Noch einmal nach innen setzen. Ich setze mir wieder erstmal an den Seiten einfach mal einen Siebener hin. Und davor einfach hier auf unserer dreierfreien Fläche nochmal drei hin. So, das mache ich auch erstmal auf jeder Seite. Und sobald wir hier unsere Siebener haben plus die Dreier davor, fliegen wir einmal in die Innenseite und müssen uns hier einfach nur noch so eine Ecke hinsetzen mit drei Blöcken, sodass wir dann, sag ich mal, hier so zwei einzelne hier so abstehend haben. Ne? Also einfach drei Blöcke nochmal hier in die Ecke. Zack, zack, zack. Und dann haben wir unsere Kuppel schon geschafft. Denn das, was noch übrig bleibt, müssen wir einfach nur noch komplett einmal zuziehen. Das heißt, Blöcke rauf und die Fläche hier einfach mal ausfüllen, die noch offen ist. Und sobald wir es haben, können wir uns einmal von diesen Blöcken trennen und begeben uns einmal in unsere Baumkuppel rein, denn wir wollen jetzt Sandys Häuschen bauen. Und was brauchen wir alles für Sandys Baumhaus? Ganz einfach gesagt, ein paar Tropenbaumstämme. Dann holen wir uns noch ein paar Fichtenholztreppen, dann noch ein paar Schwarzeichentüren, dann auch ein paar Eichenholztreppen. Davon dann nochmal die abgezogene Baumstammversion. Denn ein paar Blätter, welche du nimmst, das kannst du dir überlassen. Dann holen wir uns ein paar Fichtenfalltüren. Und was ich cool finde, ist einfach mit Kakaobohnen, darum benutzen wir auch heute die Tropenholzbaumstämme, kann man ja vielleicht solche Nüsse einfach mal darstellen vom Baum, ne? Weil ich denke mal, Sandy hat ja, sag ich mal, so eine Eiche. Und von daher wäre es ja nicht schlecht, wenn wir denn uns da auch ein paar Nüsse mit zubasteln. Bevor wir jetzt einfach wild drauf losbauen, müssen wir einmal so ein bisschen die Mitte finden. Die ist relativ einfach. Und zwar, wir haben ja sieben Blöcke an den Seiten. Das heißt, die Mitte sehen wir ja relativ gut. Nehmen uns irgendeinen Markierungsblock, fliegen wir einfach so zur Mitte, zack, und gucken mal zu jeder Seite, wo haben wir unseren Siebener. Gucken, ob das Ganze passt. Ja, einmal schön überprüfen. Wunderbar, dann haben wir hier schon mal die Mitte gefunden. Da setze ich mir einfach mal eine Treppe hin, weil da muss sowieso eine Treppe hin. Von daher können wir einfach die Treppe nehmen als Markierungspunkt. So, und von der aus richten wir uns jetzt einfach mal. Und zwar setze ich mir jetzt hier
aber würde mal sagen, einfach mal so ein, ja, immer so Zweier. Hier so ringsrum. Ne, könntest du sagen, ne, so wie so ein schönes Viereck, das nutze ich überall zwei rum. So, hier vorne vor der Treppe lasse ich mir das einmal offen, da kommt dann meine Tür hin. Und ich würde mal sagen, den erweitere ich nochmal ein, dass wir hier auf der Seite 3 haben. 2, 2 und 1. So, das Ganze können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcken uns einmal machen. Sobald wir das auf 4 Blöcke hochgesetzt haben, nehmen wir wieder unsere Baumstämme und können unten schon mal so ein paar Wurzeln uns einfach mal hier so ein bisschen rumschlagen. Einfach so, dass dann natürlich die offene oder unser Jahresring dann vom Baumstamm zu sehen ist. Einfach hier so mal ringsrum. Oh, ja, wunderbar. Und dann möchte ich mir auch gleich mal die Tür reinbasteln. Das heißt, ich setze mir meine Tür einmal so rein und darüber dann einfach noch eine umgedrehte Treppe. Und darüber können wir einfach nochmal so einen Baumstamm uns einmal platzieren. Und dann können wir uns gleich schon mal hier so machen, dass wir auch nach oben kommen. Das heißt, wir schnappen mal unsere abgezogene Baumstämme, setzen die hier mal in der Ecke hin. Ich würde mal sagen, zwei reichen völlig aus. Dann setze ich mir hier mal so eine umgedrehte Treppe rein. Kannst auch gerne in den Boden nochmal so eine umgedrehte Treppe setzen, dass wir hier den Boden haben. Und dann setzen wir uns hier die Treppen so einfach hin, dass wir hier bis nach oben kommen. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, wir holen uns noch mal eine Eichenfalltür raus. Und zwar, wenn wir hier reinkommen, sieht das ein bisschen hier unter doof aus. Da würde ich einfach noch eine Eichenfalltür hinsetzen, um es ein bisschen dicker zu machen. Ja, das passt. So, dann wollen wir noch ein bisschen unseren Baumstamm verbessern. Und zwar nehmen wir noch mal unsere Tropenbaumstämme raus. Und zwar auf der Vorderseite setzen wir einfach mal hier so, würde ich mal sagen, einfach mal zwei Baumstämme hin. Und jeweils immer an den Seiten, wir hatten ja angefangen immer so mit zwei Zweier, setzen wir einfach auch noch mal jeweils hier so zwei Baumstämme hier über jeweils ran. Und dann können wir hier gerne noch so ein paar kleine Feinheiten machen. Machen wir hier noch so einen kleinen Baumstamm ran. Da würde ich hier noch einen machen, einfach zur Erweiterung. Hier in der Ecke würde ich mal keinen machen. Und dann können wir das Ganze jetzt auch schon mit unseren Blättern Ganze, sag ich mal, verschönern. Obwohl, wir könnten noch eine Sache machen. Und zwar, ich sag mal, wenn wir ja oben sind hier im Baumhaus, sieht das natürlich doof aus, wenn wir die Jahresringe haben. Von daher drehen wir einfach mal hier so ein bisschen unsere Baumstämme mal um. Dass wir die hier, sag ich mal, gar nicht mehr sehen. Oh, ich mach das einfach mal zur Seite weg. Ne? Dann haben wir den Jahresring auch mal hier zur Seite. Mal hier. Mach ich das auch nochmal. Ach komm, dann machen wir gleich hier einfach so einen hin. Dann sieht man das gar nicht mehr. Genau. So, und hier können wir das Ganze auch so ein bisschen drehen, dass man das nicht sieht. Okay, dann wollen wir gleich schon mal unsere Blätter hier so ein bisschen platzieren an den Seiten. Einfach hier könnt ihr die ein bisschen ranhauen. Oh, platzieren wir uns hier einfach. Da kannst du auch ein bisschen willkürlich dir machen. Ja, kannst du so gucken, wie du deine Baumkrone dir ein bisschen machen willst. An sich muss es Minimum so eine Höhe haben von innen drin von 3 Blöcken. Ja, machen wir das Ganze auf eine 3er Höhe erstmal. Man kann es natürlich erstmal so schön viereckig machen, aber dann haben wir natürlich wenig Platz zum Einrichten. Von daher würde ich einfach mal sagen, dass wir uns hier so immer so ein bisschen was freihauen, sodass wir, sag ich mal, auch von außen noch ein bisschen hier uns was platzieren können. Einfach hier dann noch ein bisschen so das Ganze mal erweitern. Ja, das geht auch. Ne? Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Das können wir dann eigentlich auch hier wieder machen. Schlagt euch das also so ein bisschen frei, wo ihr meint, ah, da will ich noch ein bisschen Platz haben, da brauche ich noch ein bisschen was. Das ist kein Problem, da können wir das einfach ein bisschen erweitern. Denn hier an der Baumkrone können wir dann einfach draußen noch ein paar Blätter einfach mal ransetzen. Können das Ganze auch noch immer ein bisschen verfeinern, dass das auch wirklich aussieht. Wie so eine Baumkrone können die vorne auch noch mal so ein bisschen mehr machen. Und ganz oben können wir natürlich auch das Blätterdach einmal zuziehen. Wie gesagt, Dreierhöhe sollte so innen drin sein. Dann geht das Ganze, ne? Dann ist das angenehm. Und dann könnt ihr oben, sag ich mal, auch noch mal hier so ein bisschen, sag ich mal, das Ganze ein bisschen natürlicher aussehen lassen. Einfach hier so ein paar, zack, Pluszeichen oder sowas mal reinsetzen in den Baum. Das passt immer. Oh, ja, wunderbar. Das sieht doch langsam aus wie ein Baum. Kann man hier noch einen wegnehmen. So, wenn wir das Ganze haben, könnt ihr gerne noch ein paar Fenster euch reinbasteln in euer Baumhaus. Einfach mit ein paar Fichtenfalten setzt euch einfach hier noch so ein paar Fenster rein. Das Schöne ist dabei auch, die könnt ihr dann auch immer wieder zumachen, wenn ihr wollt. Ne, auf- und zuklappen, wie ihr möchtet. Und dann kann man natürlich noch eins machen. Man nimmt natürlich noch ein paar Kakaobohnen und kann sich hier dann einfach noch so ein paar Nüsse einfach an den Baum hängen. Ja, denn wird Sandy auch nicht verhungern bei uns. Nach dem Baumhaus von Sandy wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen Deko machen. Und zwar wissen wir in den Folgen, sah man oft, dass sie immer, sag ich mal, so einen Picknicktisch hat. Dann nimmt man einfach ein paar Gerüste, ein bisschen Teppich rauf. Und dann kannst du einfach noch mit ein paar Eichenholzstufen und Falltüren einfach die hier noch, sag ich mal, so eine Bank darstellen. Und dann haben wir schon mal hier unseren Picknick-Ecke fertig von Sandy. Und dann hatte die auch immer noch so ein Laufrad. Da können wir einfach mal hier so ein bisschen Schwarzeichenzaun nehmen. Setze ich mir einfach mal drei Stücke aufeinander hin. An den Seiten würde ich mal einfach mal sagen. Dann platzieren wir einfach nochmal daneben zwei Zauntore, ne, damit wir hier so ein Pluszeichen haben. Dann könnt ihr gerne auf dem Zaunter noch zwei Teppiche platzieren. Und dann setzen wir ganz oben drauf noch so einen kleinen Holzknopf hier als Knubbel. Und dann können wir jetzt das Laufrad uns auch basteln. Wir setzen einfach unten wie oben dann einfach mal zwei Steinstufen hin. An den Seiten können wir dann einfach hier zwei Treppen uns machen. Die sollten im besten Fall dann auch umgedreht aufeinander platziert sein.
Und wenn wir das haben, sehen wir gerade, wir sollten hier oben noch vielleicht die Stufe nochmal um eine erhöhen. Und dann passt das Ganze. Jetzt können wir gerne noch die Seiten ein bisschen verfeinern mit ein paar Eisenpfeiltönen, damit das doch ein bisschen dicker ist. Ne? Und das, sage ich mal, doch so ein bisschen aussieht wie so ein Kreis. Und dann haben wir das Laufrad von Sandy auch fertig. Zu guter Letzt kannst du natürlich in einer Kuppe unten noch den Grasboden reinsetzen. Natürlich noch ein paar Gräser. Es gibt jetzt auch, sage ich mal, nicht vergessen, die Niedersprossen. Also die kannst du ja auch gerne platzieren. Finde ich auch nicht schlecht. Nur so als Abwechslung, als Rasen passt das Ganze. Und dann bleibt nur eins übrig, natürlich noch das Baumhaus von Sandy einrichten. Da darf jeder selber entscheiden, wie er sich das natürlich ein bisschen gestalten möchte. Und wie das hier natürlich innen drin gestaltet ist, ist natürlich dir überlassen. Du kannst natürlich hier dir natürlich die Fenster auch anders hin platzieren, wie du möchtest. Ein Bett rein, natürlich einen Rüstungsständer, kannst gerne Eisenrüstung nehmen. Vielleicht hat er dann einen Glasblock in der Hand, ne, für Sandys, sag ich mal, Raumanzug. Und dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen Wissenschaftlerzeug. Und so kann man sich, sag ich mal, seine Baumkurve so ein bisschen gestalten. Ne, machst vielleicht auch ein Buch rein, ne, vielleicht guckt sie gerade was nach oder schreibt irgendwas auf von ihren Erfindungen. Und das Coole ist einfach noch in Minecraft, es gibt sogar einen richtigen Eichhörnchen-Skin. Einfach Geburtstagspaket 2, wer es haben sollte. Und dann habt ihr einfach kostenlos dann hier auch so ein Sandy-Skin und könnt ihr wirklich drin wohnen wie so ein Eichhörnchen. Gibt es dann auch in 2 Variationen, wie man, sage ich mal, so rumrennen möchte, ne, falls man auch mal das Outfit sich wechseln möchte. Ja, und dann kann man Sandy spielen. Ganz einfach, so simpel geht das hier, sich die Baumkuppe denn hier aufzubasteln. So, ich drehe hier noch ein paar Runden im Laufrad oder nehme mir noch ein paar Nüsse hier. Nun steht die Kuppel bei uns natürlich noch über Wasser, bei dir vielleicht schon unter Wasser. Kannst natürlich Sandy jetzt einziehen lassen, sie natürlich mit in Bikini Bottom ihre Abenteuer mit SpongeBob erleben lassen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns wie immer zu einer nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!